Löse die quadratische Gleichung 2x² minus 4x minus 2 ist gleich minus 12. Alle Formeln finden wir in der Formelsammlung auf Seite 10 und wir versuchen mal mit der Lösungsformel diese Gleichung zu lösen. Um es mit der Lösungsformel lösen zu können, muss diese Gleichung auf allgemeine Form gebracht werden. Das heißt, ax² plus bx plus c ist gleich 0. Eine Seite muss also 0 ergeben. Ist in dieser Gleichung nicht vorhanden, also müssen wir die zuerst einmal umformen, indem ich die minus 12 hier auf die linke Seite schaffe. Dann bleibt stehen 2x² minus 4x plus 10 ist gleich 0. Wenn ich sie nochmal drunter schreibe, sieht man auch, dass wir jetzt diese Form erhalten haben. Und das a, der Parameter a, entspreche dann dem Zahlfaktor für x². B wäre der Zahlfaktor für x. Hier muss allerdings das Minus mitgenommen werden. Und das c entspricht dem Zahlfaktor, der Zahl ohne x, ohne Variable. So, als nächstes muss die Diskriminante berechnet werden. Da haben wir die Formel auch wieder in der Formelsammlung drinstehen, nämlich d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Jetzt müssen wir es nur simpel einsetzen. B², b bar minus 4, also minus 4 zum Quadrat, minus 4 mal a ist 2, mal c ist 10. Das rechnen wir jetzt aus. Minus 4 zum Quadrat ist plus 16. Und jetzt 4 mal 2 sind 8 und mal 10 sind 80. Also kriegen wir 16 minus 80 heraus. Und das sind gleich minus 64. Für den Fall, dass die Diskriminante negativ wird, bedeutet es automatisch, dass es keine Lösung für diese quadratische Gleichung gibt. Und wir sind in diesem Fall fertig.